Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Young and Wise. Thema ist Feuer und Flamme. Dafür habe ich mir, wie jedes Mal, auch heute wieder einen Gast eingeladen. Sie spielt nicht mit dem Feuer, sondern sie weiß es im Zaum zu halten. Hallo Christina, schön, dass du heute da bist. Hi Selina, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. In freiwilligen Feuerwehren ein Frauenanteil von 10,8% vorhanden ist. Das heißt, du bist ja schon in der Unterzahl. Wie gehst du damit um? Ist das überhaupt Thema? Auch da wird einfach von den Generationen runter vermittelt, Frauen gehören nicht in die Feuerwehr oder Mädchen gehören da nicht rein, das ist ein Männerberuf. Das ist einfach, ich glaube, das ist so Prägungssache und dann werden die zum Beispiel gemobbt und das kann nicht sein. Also da geht mir auch alles hoch. Ich finde das ganz furchtbar. Und da ist es auch Aufgabe von uns, die Mädels an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, du bist hier genau richtig und du wirst hier gebraucht. Ja. Inwiefern spielt denn das Thema Teamgeist bei euch eine Rolle? Ich glaube, das ist das Wichtigste. Im Moment oder generell ist bei der Feuerwehr, ich glaube, es ist in der Feuerwehr nichts wichtiger als Teamgeist und die Kameradschaft, weil wir uns zu 100% aufeinander verlassen müssen. Wenn wir in brennendes, also es ist so das beste Beispiel, ne? Es ist auch ein absoluter Klassiker, aber wenn wir zusammen ins brennende Haus gehen, zu zweit, gehen wir immer zusammen raus. Also es wird nie jemand alleine gelassen und wenn dieses Vertrauen nicht da ist, dann ja, ist der Erfolg halt auch nicht da und im Zweifel geht es halt um Menschenleben. Du bist Feuerwehrfrau und bist seit deiner Jugend in der Freiwilligen Feuerwehr. Wie kam es denn dazu? Der große Punkt einfach, warum ich gesagt habe, ich möchte Menschen helfen, ist tatsächlich der, ist ein sehr persönlicher Grund, weil mein Papa nämlich mit 38 einen Herzinfarkt hatte und irgendwas muss ich in der Welt bewirken, dass Menschen geholfen werden und ja, dass es denen besser geht. Da kommen wir auch direkt passend zur nächsten Frage. Was erfüllt dich denn an deiner Aufgabe bei der Feuerwehr? Früher war es tatsächlich der Punkt, Menschen zu helfen, Menschen zu unterstützen. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Ich bin natürlich auch älter geworden, habe ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Laufbahn hinter mir. Vorrangig ist es im Moment, unseren jüngeren Kameraden das an die Hand zu bringen, was halt Feuerwehr eigentlich ausmacht, ne? Sie auszubilden, weiterzubilden, ihnen diese Aha-Momente zu vermitteln, das macht mir am meisten Spaß. Und da steige ich gerade so richtig ein, ja.